Die Vikare sind hier sehr intensiv ausgebildet. Was wird mit Ihren Ehepartnern? Ja, hier taucht öfters ein Problem auf. Während der Ausbildungszeit verändert sich jemand vom Studenten zum Pastor. Und manchmal hat er dann etwas Schwierigkeiten, mit seiner Frau sich zu verständigen. Mhm. Wir bieten an, dass Ehepartner hier mit herkommen können und haben auch Ehepaargruppen, die sogar noch über die Ausbildungszeit weg zusammenbleiben, um die Probleme, die auf die junge Ehe einstürzen, mit den Kollegen zu bearbeiten. Beobachten Sie hier im Predigerseminar, dass es auch so etwas ist, so etwas wie ein geistliches Leben unter den Vikaren selber gibt? In dem Film wird nicht allzu viel zu sehen sein, in diesem Fernsehfilm. Das lässt sich auch nicht so leicht herstellen und dann filmen. Wir haben eine Andacht, aber die eigentlichen Momente von geistlichem Leben sind da, wo jemand in der Besprechung seiner Arbeit ganz persönlich betroffen ist. Sei es, dass er spürt, hier ist mir was gelungen, hier habe ich eine Botschaft gesagt und der andere hat sie aufgenommen. Oder auch umgekehrt, dass jemand merkt, das war ein totales Fiasko. Mhm. Und eigentlich nur durch die Kollegen dann gestützt wird. Wann halten Sie eine Ausbildung für besonders gelungen bei einem Vikar? Neulich sagte einer, ich habe jetzt mehr Sicherheit, in diesem Beruf rauszugehen. Ich glaube, dass das das Wesentliche ist, eine Sicherheit, einen Platz zu haben und einen Auftrag zu haben. Aus Studenten werden Pastoren. Die intensiven Erfahrungen in Preetz haben diese Veränderung leichter gemacht. Ich finde gerade, das Preetzer Modell beinhaltet eben beide Möglichkeiten. Einmal, dass die Ehepartner ganz gut mit reinkommen und dass die integrierbar sind, das ist drin. Aber auf der anderen Seite läuft in Preetz so viel Intensives an Dynamik innerhalb der Vikarsgruppe, dass es unheimlich schwer ist wiederum für die Ehepartner, diese Dynamik mitzuvollziehen. Da kann ich nur aber was Positives zu sagen, weil ich empfinde das auch sehr negativ für mich, dass ich nicht so dran teilnehmen kann und merke hinterher, wenn der Kurs abgeschlossen ist, dass irgendwie der Bedarf an intensiver Mitteilung gedeckt ist durch Preetz. Aber das Gute, was dabei herauskommt, was ich als Veränderung spüre, ist eine ganz neue Offenheit und Weichheit in der Gesprächsführung überhaupt bei Mann, dass er viel vorsichtiger urteilt und viel weitsichtiger und auch drei Sätze für sich behält, bevor er den vierten Satz sagt. Und der ist dann genau der Satz, der kommen musste. Und das finde ich so unheimlich gut. Ich bin also manchmal richtig stolz, was dabei herauskommt. Das war vorher nicht so. Nein, das war vorher nicht so. Die Vikare, ihre Frauen und das neue Preetzer Ausbildungsmodell zeigen, wie sehr die evangelische Kirche sich heute als lernende Kirche versteht. Ihre zukünftigen Pastoren wollen als kritische Partner der Gemeinden angenommen werden, nicht als deren Lehrmeister. Und das merken zuerst die Ehefrauen. Es wurden ungeheuer viele Probleme angerissen. Also in Preetz wurden die angerissen und die wurden mitgebracht und wir mussten die dann in der Zweierbeziehung auffangen und wieder erarbeiten. Und es war für mich ungeheuer schwer, zunächst mal mich darauf einzustellen, weil ich die Phasen nicht mitbekam. Und weil ich dann eigentlich die Person sein musste, die das Ganze auffangen musste. Und das fiel mir ungeheuer schwer, weil ich eben da nicht drin steckte. Ne? Wie fühlen Sie sich nun nach einem halben Jahr Ausbildung in Preetz selbst? Ja, ich kann für mich sagen, dass es stimmt, wenn wir öfter sagen, wir wollen gerne wieder mal eine Woche nach Preetz. Das ist insofern eine ganz wichtige Sache auch für unsere eigene Rekreation einerseits. Und andererseits gibt mir Preetz enorm viele neue Möglichkeiten an die Hand, mit Menschen umzugehen. Da habe ich viel gelernt. Ich kann sagen, dass also Preetz mir unwahrscheinlich Spaß macht und meine Freude auf meinen künftigen Beruf dermaßen verstärkt hat, dass ich am liebsten demnächst anfangen möchte. He's a man. He's just a man.